Leute, heute möchte ich euch meine Top 3 Waffen für die passive Fähigkeit von Ballistik vorstellen. Ein kleines Tipps- und Tricks-Video. Der ein oder andere wird sicherlich anderer Meinung sein. Ich möchte euch aber sagen, warum ich diese drei Waffen ausgewählt habe. Ich habe zum Beispiel keine R99 drin, aber auch keine Sniper. Ganz einfach, warum? Ballistik gehört zu den angreifenden Legenden und dadurch, dass ihr bei der Aktivierung der ultimativen Fähigkeit natürlich eure Teammates mit ins Boot holt, mit schnellem Nachladen, Movement und unendlich Munition, sollte man die ultimative Fähigkeit, zumindest für meine Begriffe, für einen Push in den Gegner im Close Range Fight aktivieren und benutzen. Da brauchst du nicht mit einer goldenen Longbow auf 200-300 Metern Entfernung aktivieren und deine Mates freuen sich cool. Unendlich Munition und der Gegner ist 200-300 Meter vor mir und auch eine 99. Natürlich kann man die da reinpacken, keine Frage. Diese drei Waffen haben aber den Vorteil, sobald sie Gold sind, sind sie entweder schneller, du hast also einen Damage-Vorteil, oder du hast einfach eine Waffe in der Hand, die allgemein mehr Schaden macht durch bestimmte Aufsätze. Eine 99 in Gold oder in Standard macht immer denselben Damage. Deswegen ist hier keine Waffe mit dabei, die euch Standard oder Gold irgendeinen gleichen Mehrwert bietet. Also wisst ihr Bescheid, haut trotzdem eure Top 3 mit in die Kommentare, falls ihr anderer Meinung seid. Ich bin auf jeden Fall auf eure Konstellation gespannt und wir sehen uns jetzt auf der Firing Range. Ich fange direkt mit meinem Favoriten an und zwar die Havoc. Und ganz wichtig auch im Allgemeinen, ich nutze meine Sling Weapon nie außerhalb meiner ultimativen Fähigkeit. Ganz einfacher Grund, natürlich kann man die auch verwenden, wenn es mal nicht passt. Aber der Punkt ist einfach, wenn ich jetzt meinen Standard Loadout, die G7 und die Flatline zum Beispiel mit habe, könnte ich jetzt mein Inventar komplett vollknallen mit Munition und so weiter. Der Vorteil bei der Sling Weapon aber ist, wenn du nur im Goldstatus diese Waffe benutzt, du musst keine Munition mitschleppen, müllst also dein Inventar im Zweifel nicht mit drei verschiedenen Munitionsarten voll. Natürlich kann man auch mal mit drei leichten Waffen rumrennen. Ich bin letztens mit einer 99, mit einer 301 und dann noch der 45 rumgerannt. Das war mega, mega geil. Du musst faktisch eigentlich nie auf deine Munition achten, aber trotzdem ist es einfach geil, dass du gerade für deine Sling Weapon theoretisch nicht unbedingt irgendwas mitnehmen muss. Warum die Havoc? Natürlich, du kriegst auf dem Goldstatus einen Turbolader und ich glaube, ich muss niemanden erzählen, wo der Vorteil beim Turbolader ist. Ich mache einfach mal hier Standard. Dauert ein bisschen, bis sie auflädt, logischerweise. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist der nächste Dummy gespawnt. Jetzt aktivieren wir. Und das Geile ist ja sowieso, wenn du die ultimative Fähigkeit aktivierst, wechselt der automatisch auf die Sling Weapon. Turbolader, knallt direkt rein, für zwei reicht es locker, zack, da kommen die nächsten, zack, kurz nachladen, das schnelle Nachladen allein knallt so rein und ich denke, mehr muss ich eigentlich hier nicht zu der Havoc sagen. Auf Platz 2 die RE45, weil sie auf Gold einfach die Hammerpunkt-Munition mit am Start hat. Also auch hier ein Damage-Vorteil. Bei der Havoc zum Beispiel übrigens einfach, es wird sofort durchgeballert. Du hast zwar keinen erhöhten Schaden, aber es geht halt direkt los. Das habe ich noch völlig vergessen zu erwähnen. Die 45 hat Hammerpunkt, also erhöhter Damage auf die Lebenspunkte. Und der Vorteil natürlich, du hast ein goldenes Tracker-Visier drauf. Ist zwar geringerer Aim-Assist, aber es sind einfach Hammerpunkt-Munition. Mumpeln drauf. Ich mache jetzt einfach mal Standard. Man sieht, One-Clippen ist jetzt mal nicht drin. Und dann wechseln wir einfach mal auf Gold. Zack. Zack, Nummer 1. Dann reicht es ungefähr für anderthalb Dummies. Dann zieht euch die Nachladegeschwindigkeit ran. Das ist echt verboten. Wo sind jetzt die Gegner? Wo sind die Dummies? Verdammt. Es ist einfach gruselig. Ich denke, viel mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen. Ich muss nicht viel mehr zeigen. Es ist einfach crazy, was die 45 anrichten kann. Als letztes die Rampage. Die meisten mögen sie wahrscheinlich nicht, aber es gibt einen driftigen Grund, warum ihr die Rampage vielleicht mitnehmen solltet. Ich hau jetzt einfach mal 28 Schuss. Nirgendwo überall drauf, bis die Waffe alle ist. Es hat nicht alles gesessen, aber man kann locker zwei Gegner plätten. Ist also eine absolute Allrounder-Waffe im Sling.
wenn man sie außerhalb der ultimativen Fähigkeit benutzt. Das ist aber nicht der Grund, sondern einfach, ich aktiviere es mal und seht einfach selber. Wir haben direkt... Wo bleiben denn die Dummies? Das Spawn funktioniert richtig geil, egal. Ihr habt es, denke ich, selber gesehen. Wir spawnen auf einmal. Ups, das war eine Tür. Es geht direkt in die Action mit einer geladenen Thermitgranate. Mehr muss ich, denke ich, dazu nicht sagen. Und vor allen Dingen eben Allrounder-mäßig. Man trifft mit dieser Waffe auch auf mittlere Distanz recht gut. Das möchte ich euch jetzt hier nicht vormachen, weil mein Aim manchmal echt unterirdisch ist. Aber im Close-Range-Fight und im Mid-Fight kann man auf der Sling als Sling-Weapon die Rampage echt richtig gut spielen. Und auch außerhalb der ultimativen Fähigkeit ist es eine gute Alternative im Vergleich zur 45 und zur Havoc. Das waren meine Top 3. Ich bin auf eure gespannt. Freue mich auf eure Kommentare, verbleibe mit freundlichen Grüßen und wünsche euch noch eine geile Season 17.